Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Fallout Shelter. Ich sammle mal ganz kurz hier alles Mögliche ein. Während meine Katze schon wieder durchdreht, aus Gründen, die ich wieder nicht verstehe. So. Es ist einiges passiert. Ich habe auch zwischendrin mal eine Pause gemacht. Unsere Zufriedenheit war zwischendrin mal bei 12% plus. Ich habe etliche Angriffe erdulden müssen. Von Todeskrallen vor allem und Red Scorpion, was ich nicht alles. Ich habe haufenweise Leute verloren, sie wiederbelebt und bla bla bla. Ich war teilweise auf Null, habe viel gesammelt und pipapo. Bei der letzten Folge müsste es so sein, oder vorletzten, dass ich eine Frage falsch beantwortet habe. Ich habe die Stählerin Bruderschaft mit der Enklave irgendwie vertauscht. Ich habe Fallout 3 und 4 wieder durcheinander gehauen. Das passiert, das hat aber auch ständig gewechselt. So, was einem nie gesagt wird, der Radiosender ist auf Bewohner einstellbar. Und auf Freundlichkeit. Das Problem ist, wenn ihr Bewohner anlockt, der Radiosender, der nach außen geht, lockt unglaublich viele Todeskrallenangriffe an. Das wird aber nie gesagt, das ist aber so. Das und jedes Mal, wenn ihr die Walltür öffnet, habt ihr auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr Todeskrallenangriffe kriegt. So. Unser lieber Herr hier habe ich jetzt einmal verbessert. Und der kriegt von mir maximale Anzahl an Stimpacks mit. Der gute Raymond Warner. Und mal... achtmal Redaway. Darf erkunden gehen. Ich habe hier schon was vorbereitet wieder. Oh, die brauchen noch ein bisschen. Egal. Der Elder Lions ist jetzt schon seit 19 Stunden draußen. Ich habe nämlich gelesen... muschelbedeckten Myalurk. Oh, Myalurks. Je länger die Leute draußen überleben, umso bessere Sachen finden wir. Jetzt ist er tot, ein Schaden erlitten. Wow. Das Gemeine ist, je länger sie draußen überleben, umso besseres Zeug finden wir. Der ist schon 20 Stunden draußen, er hat aber niedrigere Ausdauer. Deshalb hat er auch mehr Strahlung. Ich konnte ihm auch leider nicht so viel Redaway mitgeben. So, ich würde sagen, als erstes mache ich mal das. Und was ich jetzt mittlerweile freigeschaltet habe mit 85 Leuten, sind zwei neue Gebäudetypen. Und das ist der Garten. Den baue ich eigentlich nur, weil ich ihn muss, weil eigentlich habe ich gerade tatsächlich echt genug Nahrung. Der Garten ist auch tatsächlich ein Gebäude, wo ich sagen könnte, das ergibt Sinn, dass der ausgebaut, also dass man den baut, denn unterirdisch wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da Nahrung dazu kriegt. Wie viel produziert er so? 35. Der produziert so viel wie das Ding auf Maximum, auf der ersten Stufe, ungefähr, kann man sagen. Das heißt, dieser Garten produziert so viel wie ein vollkommen ausgebautes Cafeteria und er ist noch nicht mal ausgebaut. Wie sieht er so aus? Ganz gut. Irgendwas haben wir entdeckt draußen. Raymond hat den Supermarkt entdeckt. Betreten. Die blöde Katze fängt jetzt schon wieder an zu jammern. Gerade war sie draußen, dann hat sie gejammert, dass sie rein will. Jetzt will sie wieder raus. Irgendwann implantiere ich da einen Chip, dass er einen Elektroschock kriegt auf Knopfdruck. Wenn sie jammert. So, mal sehen, ob wir hier was drin finden. Jemand richtet eine Wasserspritzpistole auf mich. Oh, das habe ich mir ja toll ausgedacht. Ich habe kein Redaway. Hey, seit wann ist der... Wieso ist der wieder voll? Ist egal. Er ist ziemlich gut drauf. Ich habe seine Attribute hier noch, das A nochmal... Ach so, den habe ich ja gerade erst losgeschickt. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der wieder voll? Ich habe gerade einen anderen gedacht. Das ging echt schnell, muss ich sagen. Oh, der holzt die einfach so nieder und der hat noch nicht mal eine der besten Waffen. Es geht nämlich ziemlich weit mit Waffen. Man kann Fatmans kriegen und Mini-Laser-Guns. Will ich mich nicht beschweren, wenn er den jetzt gefunden hat, weil ehrlich gesagt, die Raider bringen immer Haufen Geld. Mittlerweile ist es auch so, dass ich tatsächlich auch... War nicht so viel Geld. Oh, super, Redaway. Und noch ein Stimpack. 26 Stimpacks, kann sich sehen lassen. Ihr müsst aufpassen, dass eure Bewohner in diesen Dingern nicht sterben. Also in den Quests. Das ist jetzt übrigens außerplanmäßig passiert. Ich hatte zwischendrin auch extreme Versorgungsprobleme, aber es hat sich alles mittlerweile erledigt. Da bin ich auch ganz froh drüber. Irgendwie weniger als in den Quests, habe ich das Gefühl, die
die Raider hier. Auch wenn sie euren Vault angreifen. Ich mag es, wenn Raider mein Vault angreifen, weil die Leichen von denen bringen halt immer Geld und Waffen. Und ich habe jetzt vor kurzem auch was anderes gefunden. Und ich habe es mal aufgenommen, wie Flashy und Corki bei uns waren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Und ihr habt gesehen, dass Flashy uns tatsächlich Nuka-Cola Quantum liefert, wenn wir ihn rechtzeitig anklicken. Vorausgesetzt, die richtige Musik ertönt. Wow, ich werde mit Stimpaks vollgehauen. Boden ist so klebrig, Igitt. Ich will gar nicht wissen, warum. Bist du hier, um die Regale aufzufüllen oder um getötet zu werden? Um Regale aufzufüllen, um getötet zu werden? Vielleicht ein bisschen von beiden. Ich bin ja nur Bezirksleiter und du bist gefeuert. Ist wahrscheinlich egal, was wir sagen. Ich bin ja nur Bezirksleiter und du bist gefeuert. So wie sein lausiger Job. Also wie stark der ist? Nicht so stark. Naja, den holzen wir jetzt erstmal ordentlich mit unserem Scharfschützengewehr weg. Oh ja, der war ja sehr stark. Die normalen Raider werden jetzt auch einfach mal so weggemacht. So, die beiden Missionen werde ich dann noch machen und ich werde euch noch zeigen, wie die neue Wasseraufbereitung aussieht. Mein nächstes Ziel ist der Nuka-Cola-Abfüller und dann werde ich noch ganz viel Geld sammeln und meine Sachen ausbauen. Ich will nämlich tatsächlich jedes Gebäude so ziemlich einmal haben. Ah komm, den schaffen wir noch, der hat bloß eine blöde Waffe. Aber er könnte was echt Gutes haben. Was für Glück, dass er das gleich jetzt gefunden hat am Anfang. Stell dir mal vor, jemand, der kurz vorm Tod ist, findet dann die Sachen. Ich muss dann auch überlegen, ob ich den einen zurückhole, weil er hat einfach überhaupt nichts mehr. Oh, Stimpex. Der Kampf ums Essen. Und wir sind aufgestiegen. Eliminiere die Raider, okay. Er darf gern das Ödland weiter erforschen. Na, was jetzt? Keine Rückmeldung? Immerhin 800 Kronkorken, damit kann man doch arbeiten. Ich würde ihn jetzt am liebsten zurückholen, aber ehrlich gesagt, er kann doch ruhig noch weiter sammeln. Er hat jetzt noch mehr Stimpaks, als er eigentlich haben dürfte. Das ist eigentlich ein richtiger Glücksfall. Der hat jetzt schon 800. So, nach einer Minute, er ist bei 20 Stunden bei 3000 Grad mal. Aber es wird immer mehr und er hält noch eine Zeit lang durch. Er hat noch 50, ich habe ihm 25 mitgegeben. Ihn muss ich, bevor ich heute schlafen gehe, auf jeden Fall zurückholen. Die Strahlung ist zu stark. Klar, man kann sie auch sterben lassen und dann wiederbeleben und das Ganze vom weiterlaufen lassen. Ich hätte nie gedacht, wie unglaublich wichtig die Zufriedenheit ist, weil die in den Keller rauscht. Dann kann man tatsächlich auch nicht viel machen. Die Wasseraufbereitung. Ich werde hier hinten noch zwei Gärten errichten. Einfach nur, damit ich das so weitermache. Und das hier oben werde ich irgendwann abreißen und da werde ich Lager reinbauen oder sowas. Und ich werde auch noch eine Stimpak-Produktion und einmal eine Red-Array-Produktion machen. So, was produziert das Ding? 35, das heißt auch, das produziert ungefähr so viel wie das auf maximaler Stufe. Also es bringt schon deutlich mehr. Todeskrallenangriff werde ich jetzt nicht machen. Doch, ich zeige euch mal, das Problem ist bei den Angriffen. Eure Leute fallen wie die Fliegen. Deshalb. Müsst ihr sie rausziehen. Raus da. Möglichst so, dass keiner mehr im Raum ist, der gegen sie kämpfen will. Warum rennen sie nicht weiter? Ah ja, okay. Das heißt, mir ist egal, dass sie mir Essen klauen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leute sterben oder schwer verletzt werden. Und deshalb ziehe ich alle in die Räume, durch die sie bereits durch sind, durch die nicht mehr durchlaufen. Das hat sich bei mir am besten bewährt, weil ehrlich gesagt, lasst sie durch euren Wald laufen. Ist doch scheißegal. Denn an diesem System finde ich eines ganz unfair. Nämlich, eure Leute gehen einfach permanent drauf durch die Todeskrallen.
Und noch viel schlimmer ist, die Produktion ist einfach so stark gehemmt, während ihr nicht da seid. Also beziehungsweise während ihr angegriffen werdet. Wer kämpft denn jetzt noch? Und was ich auch unfair finde, ihr seht nicht, wie viel Leben die Todeskrallen haben. Das finde ich am gemeinsten. Okay, sie sind raus. Ihr seid die Nächsten. Ist da noch jemand drin? Sieht nicht so aus. Und wenn der Angriff zu Ende ist, gehen eh alle wieder an ihren Platz. Also es ist eigentlich vollkommen Wurst, was ihr da macht. So habt es am besten. Sollen die Todeskrallen doch euer ganzes Essen klauen? Ehrlich gesagt, ist doch scheißegal. Wenn eure Leute sterben, habt ihr viel, viel mehr Probleme damit. Klauen die überhaupt gerade irgendwas oder stehen die bloß rum? Ich find's halt echt blöd, dass man keine Lebensanzeige bei denen hat, bei den Gegnern. Da wird noch gekämpft, warum weiß ich nicht. Die verstehen den Sinn von dem Rückzug irgendwie nicht, die Leute. Du rennst auch hoch. Lass die blöden Todeskrallen doch einfach hier. Soll sie doch meinen ganzen Vault überfallen. So, jetzt sind sie in der Radiostation, für mich aber auch egal. Raus da. Denn die Todeskrallen haben irgendwie nichts gegen die Leute, die nicht direkt gegen sie stehen. Was eigentlich überhaupt nicht zu Todeskrallen passt, weil die Todeskrallen greifen eigentlich alles an, was sie irgendwie finden. Alle raus. Vor allem niedrige Level sind so dermaßen schnell tot. Was ich besonders gemein finde, die müssen eure Leute nicht mal töten. Wenn die schwer genug verletzt sind und sie rennen aus dem Raum raus, sterben eure Leute aus irgendwelchen Gründen trotzdem noch. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Was machst du hier? Okay, sind alle raus. Also die Taktik habe ich so erfunden und die funktioniert tatsächlich unglaublich gut. Ihr könnt eure Leute nach Belieben hin und her switchen, denn ehrlich gesagt, wenn der Angriff vorbei ist, gehen sie alle wieder dahin, wo sie hingehören. Warum gehen die Todeskrallen nicht raus? Jetzt haben sie sich entschieden, weiterzugehen. Ist mir vollkommen egal, dass sie mein Vault ausräumen. Sollen sie doch, wenn es ihnen Spaß macht. Hauptsache meinen Leuten geht's gut. Die Produktion ist halt in der Zeit alarmt, aber was soll's. Das kann ich dann später wieder auffangen im Nachhinein. Sollen sie sich doch hier durch die Boden hacken und was weiß ich nicht alles anstellen? Die klauen irgendwie nicht mal was. Die sind bloß da, um Schaden anzurichten, habe ich das Gefühl. Die Feiglingstaktik funktioniert übrigens. Übrigens, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht bewältigen könnt, einen Skorpionsangriff oder so, jetzt hauen sie wieder ab. Dann könnt ihr übrigens ein ähnliches Szenario machen. Ihr geht hier drin, speichern und beenden und geht nach 6 Stunden wieder online. Denn dann ist der Angriff vorbei. Das Spiel rafft das nicht. Ist ein bisschen Bug-Using, ist gemein, aber es funktioniert und das ist entscheidend. Weil normalerweise so ein Todeskrallenangriff, wenn ihr die Gegner besiegt, bringt das euch gar nichts. Und es kostet Unmengen an Ressourcen. So, nachdem der jetzt geschafft ist, habe ich hier ein paar Stunden Ruhe. So hat sich das am besten für mich so es funktioniert einfach am besten, finde ich. Ihr müsst sie gar nicht besiegen. Ihr müsst nur eure Leute wegziehen. So, wir machen jetzt den Red-Kakerlaken Rodney. Und dann mache ich die Wasseraufbereitungsanlage für euch. Habe ich jetzt schon gebaut? Ne, hatte ich schon gebaut, okay. Vielleicht bauen wir sie dann nochmal aus, um sie Sachen anzuschauen. Töte Red-Kakerlaken Rodney. Von mir aus. Red-Kakerlaken Rodney McKay. Wahrscheinlich haben wir haufenweise Red-Kakerlaken jetzt gegen uns. Wie unerwartet. Das sollte jetzt aber kein Problem sein eigentlich. Das war glaube ich eine Tagesquest, da habe ich mir gedacht, ja, die machen wir einfach so mit. Wir finden eh noch Haufen Zeug. Wir werden jetzt wahrscheinlich in jedem Raum Gegner haben, vielleicht aber auch nicht.
Also wie gesagt, die meisten Missionen werden auf jeden Fall weiterhin stumm bleiben, weil ich nicht Lust habe, das hier mal aufzunehmen. Ihr könnt ja einfach nur anschauen, was so passiert, und das ist ja eigentlich ausreichend, oder? Da seht ihr ein paar Missionen. Dir geht's nicht mehr ganz so gut. Du könntest mal ein Stimpack nehmen. Ah, die war schon vorher verletzt. Die andere Mission wird sowieso viel interessanter. Oh, die sieht bösartig aus. Wir da auch nicht lange leben. Diese Grünen haben halt den Nachteil, die können unsere, können neue rufen. Okay, aber das sind halt doch bloß Red-Kakerlaken. Komischerweise, diese Red-Kakerlaken halten irgendwie fast gar nichts aus, während die, die eure Bord überfallen, ganze Leute-Scharen niedermetzeln. Ich verstehe das System irgendwie nicht. Das ist halt das Gemeine, dass die keine Lebensanzeige haben, genauso wie dieser Red-Skorpion. Eure Leute sterben so dermaßen schnell, wenn der nur in der Nähe ist. Der kann eigentlich nur einen angreifen. Aber die Leute werden extrem stark verstrahlt. Und alles. Ich verstehe das Kampfsystem in der Defensive nicht so ganz. Und hier passiert eigentlich gar nichts. Außer, dass wir halt ständig angegriffen werden gerade. Wir metzeln uns aber ziemlich gut durch. Und noch mehr Gegner. Und schon wieder ein Grüner. Aber ich glaube, wir sind einfach zu overpowered mit unseren Waffen hier. Bin mal gespannt, wenn ich den Elder Lions könnte es tatsächlich über 2 Tage draußen schaffen. Wenn ich die anderen mit richtiger Ausrüstung nur schicke, werden die das auch schaffen. Taschenuhr. Gar nicht schlecht. Die zweite Mission wird mir jetzt einfach noch zu lange dauern. Oh, guck mal, er hat Freunde gerufen. Die werde ich dann einfach so machen, weil ich will die Nuka-Cola Quantum nicht verschwenden. Das werde ich dann vielleicht gegen Ende des... Wenn ich das Let's Play fast beendet habe, werde ich das einfach mal alles rausschleudern und da werde ich euch permanent die ganzen Missionen halt zeigen. Ansonsten nehmt ein bisschen Vorliebe. Es ist halt sehr viel Offscreen-Arbeit. Was mir aufgefallen ist in diesem Spiel, es lohnt sich doch, wenn man permanent online ist, weil man kriegt halt auch bei dem Sammeln immer mal wieder Geld und wenn man das mit den Angriffen soweit in die... in den Griff kriegt, so wie in den Todeskrallen. Die Todeskrallen und die sind eigentlich schon mit das Schlimmste gewesen. Nach den Red Skorpionen. Die sind auch noch ganz schlimm und da ich das jetzt auch irgendwie in den Griff gekriegt habe, ist es gar nicht so schlimm. Du kriegst mal ein Stimpack. Wenigstens haben wir hier wieder mit Menschen zu tun. Die sind weniger schlimm. Und wir sind auch gleich durch. Die Sprachaufnahme ist hier sehr wenig immer. Lebt einfach damit, dass ihr ein bisschen was seht. Ich werde halt immer was dazu erzählen. Aber primär läuft das Spiel über Missionen und dass ich die Leute halt rausschicke. Wichtig ist, ihr müsst versuchen, dass eure Leute möglichst lange draußen bleiben können. Wenn ihr das nächste Mal wieder spielen, habe ich wahrscheinlich das Nuka-Cola-Apfelwerk. Und... Oh, dreifacher Schaden, super. Und ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel noch weiterspielen werde, weil... Es ist halt doch begrenzt. Wenn ich einen Apfel habe, wüsste ich jetzt auch nicht mehr so genau, was ich dann noch alles groß machen muss. Vielleicht... zeige ich euch noch auf den Missionen. Man kann die Vault halt extrem groß bauen. Also wird halt alles immer teurer und immer langwieriger, glaube ich. Dann dauert so eine Verteidigung natürlich umso länger. Ihr habt ja schon mal das mit den Todeskrallen gesehen. Den Red Skorpion werde ich euch garantiert nicht zeigen. Aber ja, wir machen die Mission jetzt noch zu Ende und dann sind wir gleich fertig. Noch ein Stockwerk. Und da das meist die Red Kakerlaken sind und die sehr schnell sterben, dauert das auch nicht lange. Ich habe heute auch schon... Oh, noch ein Nuka-Cola-Quantum, super. Echt viel... Schon eine 2 Stunden Aufnahme Stardew Valley hingelegt und... Meine Frau ist auch nicht so sehr von mir drin.
Auch wenn ihr das halt toleriert, dass ich hier regelmäßig aufnehme, muss es ja nicht sein, dass ich das aufs Äußerste ausreize. Obwohl jetzt gerade Ferienzeit für mich ist, also Urlaubszeit. Und ich tatsächlich ein bisschen mehr aufnehme und dann endlich mal auf Vorrat aufnehme für die Arbeitszeit, wo ich ja meistens wirklich keine Zeit habe. Und auch mit Beschriften mal ein bisschen hinterherkomme. Oh, noch mehr zum Klauen. Super, Klebeband kann ich immer gebrauchen. Dann müsst ihr jetzt... Hä? Ach, war das der Typ? Haben wir das geschafft? Die andere Mission muss ich dann sowieso mal in Ruhe machen. Eine Golduhr gefunden, ist bestimmt viel wert. Legendäres Outfit. Ja, auch die Outfits werden wir uns dann später alles mal anschauen. Vielleicht habe ich auch Glück und ich finde noch ein paar Vault-Tech-Koffer. Und wir finden noch irgendwas Besonderes, so wie Elder Lines. Elder Lines ist ja jetzt auch draußen und der macht das auch ziemlich gut, glaube ich. Das sammeln wir noch schnell und dann schauen wir uns noch schnell ein paar Sachen an. Ich habe hier unten übrigens den Generator noch hingebaut, weil die einfach die Energie nicht ausgereicht hat. So, das ist diese Wasseraufbereitung und das ist der Garten. Den Garten haben wir jetzt gesehen. Ich würde ihn gern mal verbessern. 6000, ich verbessere den irgendwann mal. Das Ding kostet bestimmt auch so viel. 6000, pff. Am Arsch. Okay, das war Fallout Shelter für heute. Wieder nur ein kurzer Zwischenstand. Wächter des Ödlands werde ich ja wieder offscreen machen, das werde ich einblenden. Er ist hier weiter beschäftigt. Ich weiß nicht, wie weit er kommen wird. Er wird nicht der Letzte sein, der so lange rauskommt. Vor allem werde ich ihn dann wieder losschicken, wenn er irgendwann mal wieder da ist. Er ist jetzt schon 20 Stunden draußen. 20,5 Stunden, das ist schon viel und er hat fast Level 47 erreicht, das heißt, er spart wieder Simpacks. Ihn muss ich wirklich demnächst holen, weil er einfach zu stark verstrahlt ist. Werde wahrscheinlich später dann holen, bevor ich schlafen gehe, weil morgen früh ist er garantiert tot. So. Dann bis zum nächsten Mal. Ich werde hier weiter ausbauen. Ich werde hier vielleicht ein bisschen umgestalten. Das hier kommt weg. Hier kommen Lager vielleicht hin. Hier unten würde ich gerne noch ein paar Stimpacks herstellen und ein bisschen Red Away. Einfach nur, damit ich auch mehr lagern kann. Weil irgendwie, okay, Red Away reicht mir tatsächlich mittlerweile die Produktion auch nicht mehr. Und bei dem reicht mir einfach das Lager einfach nicht mehr. Flushy und Corky kommen, das werden wir aber jetzt nicht machen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Die kommen ja eh mehrmals am Tag. Gut, dass wir die Mission gemacht haben. Immer viel Kronkorken und extra Nuka-Cola Quantum. Bye, Leute.